Gold jetzt kaufen? In diesem Video stelle ich euch meine Analyse zu Gold vor und wann ich Gold langfristig kaufen würde und was ich in Gold jetzt kurzfristig am wahrscheinlichsten halte. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist David. Hier auf diesem Kanal geht es um erfolgreiches Trading für Berufstätige. Ich habe mir das Commitment gesetzt, mein Trading-Portfolio öffentlich live zu setzen. Das heißt, ihr könnt jeden einzelnen meiner Trades direkt live einsehen und ganz genau nachverfolgen, wie gut ich tatsächlich traden kann. Also ihr seht ganz genau, wie ich mein Portfolio in positiven sowie in negativen Phasen bestmöglichst manage. Wenn wir uns jetzt Gold hier vor uns hier mal ansehen, sehen wir, dass wir hier in einer größeren Konsolidierung sind. Das bedeutet, seit August 2020 läuft dieser Markt hier langsam abwärts. Wenn wir uns hier diesen Chart mal langfristig ansehen, sehen wir ganz klar, dieser Markt ist hier in einem Aufwärtstrend. Da gibt es, denke ich mal, nichts zu rütteln. Also dieser Aufwärtstrend besteht im Endeffekt hier, nachdem der Goldpreis, kann man sagen, hier über diese Marke, über die 1400 rausgebrochen ist, sehen wir auch, kam dann eine sehr dynamische, weite Strecke, die der Goldpreis gemacht hat. Und jetzt konsolidieren wir eben. Wenn wir uns diesen Chart mal noch genauer ansehen, haben wir hier das letzte Allzeithoch gehabt. Das haben wir hier auch kurz rausgenommen. Diese Zone bei 1800, die Unterstützung war, also der Markt ist hier von oben drauf gefallen, hat dann einmal kurz reagiert, ist jetzt durchgefallen, ist nochmal drüber gegangen, ist jetzt wieder durchgefallen. Also diese 1800 ist aktuell sehr umkämpft. Und um diese Marke wird es auch meiner Meinung nach jetzt gehen. Kommt der Goldpreis nicht mehr über diese Marke, dann sehe ich ganz klar tiefere Kurse. Kommt der Goldpreis jetzt dann wieder mit mehr Dynamik hier raus über die Marke von 1800, dann sehe ich den Goldpreis um einiges positiver. Wenn wir hier mal jetzt weiter genauer nochmal reinzoomen, hier beim Goldpreis, dann sehen wir auch hier, dass die 1800 ja eine sehr bedeutende Marke auch jetzt in dieser Phase ist. Wir können hier eine Art fallenden Kanal einzeichnen. Jetzt hier haben wir um diese Kanaloberkante die 1800 mit dabei. Dort hat der Markt jetzt auch direkt heute, wenn wir hier mal nochmal genau reinzoomen, auch reagiert, nach unten reagiert. Das ist erstmal kein gutes Zeichen. Diese Zone, auch die gleitenden Durchschnitte und der Markt hier kommt von unten drauf. Das ist hier Widerstand. Der Markt reagiert, fällt hier nach unten. Das spricht schon mal eher für eher fallende Kurse. Punkt Nummer 2 in diesem Markt ist, wir haben hier schon mal einen Ausbruch versucht, hier diese Konsolidierung rauszubrechen. Der Markt hat es nicht geschafft, fällt zurück, fällt sehr tief wieder runter. Hier diese Zone ist noch nicht ganz gebrochen. Also im Endeffekt richtig negativ sieht es dann erst unter der 1770 aus. Also dort ist jetzt noch ein Kampf zu kämpfen um diese Zone. Aber wie ich dieses Bild hier sehe, sieht es hier nicht gut aus. Der Markt zeigt hier mehr Schwäche. Und was wir jetzt hier auch sehen, nachdem der Markt hier einen Impuls gemacht hat, fangen wir hier an rumzueiern, keine große Dynamik zu zeigen. Wenn der Markt jetzt wirklich tatsächlich sagt, okay, ich bin stark, ich will steigen, dann sehen wir eher sowas, dass der Markt hier mit mehr Dynamik rauskommt. Das sehen wir aber aktuell nicht. Und deswegen, gerade weil wir hier so eine Art Impuls-Korrektur-Reaktion sehen, gehe ich jetzt davon aus, dass wir hier eher wieder einen Impuls sehen können. Auch diese Strecke nach unten bis zu der 1675 sehe ich sehr wahrscheinlich. Passt auch ganz gut, wenn wir hier mal sagen, okay, hier war die erste Strecke, der erste Impuls. Wenn wir das dann von dort, wenn hier beispielsweise das Hoch war, also das können wir jetzt natürlich noch nicht genau wissen, ob das das Hoch ist, aber wenn wir dann von hier nach unten diese Strecke messen, sehen wir auch, dass das eine sehr ähnliche Dynamik wäre. Also das würde sehr gut ins Schwingungsbild passen. Also das ist das Ziel von der 1700. Sehe ich aktuell, so wie ich diesen Markt hier sehe, wahrscheinlicher. Dann von dieser Marke, hier bei der 1700, sehe ich dann wieder Unterstützung in den Markt kommen. Von dort kann der Markt erste Stärke nach oben zeigen. Aber so richtig interessant, finde ich, wird es dann hier unten bei der 1600, wenn wir dort hier auch mal längerfristiger schauen.
Ja, längerfristiger schauen, haben wir gesehen, das war in der Vergangenheit schon mal eine sehr interessante Zone, an dem der Markt hier 2011 dreimal reagiert hat. Und das könnte eine ganz schöne erste Unterstützung sein. Auch von Fibonacci Retracements Sicht ist diese Zone hier zwischen der 1620 und 1513 auch eine sehr interessante Kaufzone. Das würde auch von dieser Sicht sehr schön ins Bild passen. Wenn wir hier diesen letzten Impuls nehmen, dann haben wir hier eine größere, auch mehrjährige Korrektur, kommen wir hier auch runter auf eine sehr interessante Unterstützung. Also jetzt, um zusammenzufassen, es wird jetzt hier die nächsten Tage sehr interessant werden, ob der Markt hier eben anfängt, nach unten sich aufzumachen und diese Zone hier reinzulaufen oder ob er hier noch weiter seitwärts geht. Auch wenn der Markt hier jetzt weiter hier nicht von der Stelle kommt, ist es immer vermehrt eher ein Schwächezeichen. Wenn der Markt jetzt hier weiterhin diesen hier macht, ist es eher ein Schwächezeichen, dass wir runterfallen, umso länger er sich da aufhält. Also ein Stärkezeichen in diesem Markt sehe ich nur dann, wenn wir jetzt wirklich hier auch die nächsten Tage mit Dynamik hier rausbrechen, dann können wir auch hier gerne wieder einen Aufwärtstrend aufnehmen. Aber solange wir hier nicht nachhaltig rauskommen, sehe ich hier eher fallende Kurse. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal unten rechts und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video.